So, nun unser Einkauf. Manches ist zu Hause geblieben, zum Beispiel drei Raketensets und noch ein paar kleine Batterien, denn die hatte ich nicht für Berlin eingeplant. Ja, und so wie es jetzt aussieht, wo ich das Ganze zum Verleiten vergessen habe, wird auch das meiste, naja, nicht von den Raketen, aber von den Batterien wieder mit nach Hause genommen, denn so viel kann ich nicht verknallen, ohne sie zu verleiten. Das wird dann zu viel anzünden. Fangen wir mal an mit den Raketensortimenten. Hier ist als erstes das Woodstock. Kennt wohl die meisten, ebenso wie das Cobra. Das ist übrigens das einzige Set von Weco. Der Rest ist alles Nico, da ich von den Nico-Raketen echt überzeugt bin. Dann haben wir hier hinten Extended Family. Hier vorne Top Explosion, das ist zum Beispiel einmal zu Hause. Ultimate Mix. Hier sind die Turboraketen mit runder Kappe. Das ist in keinem anderen Set. Da bin ich mal gespannt, ob da irgendwie eine Veränderung vom Effekt her ist. Dann hier hinten allzeit bekannte Metalhead. Und dieses Jahr habe ich es bekommen, letztes Jahr leider nicht. Das Rocket Rally mit den schönen Ringraketen. Dann von Jawohl das Thunder Kong Power Pack. Dann sind wir auch schon eine Etage tiefer. Wir haben viermal die Poison, zweimal hier, zweimal auf der anderen Seite. Ebenso viermal die Bloody Mary, zwei hier, zwei auf der anderen Seite. Von den Poison zum Beispiel sind zwei zu Hause geblieben. Haben wir hier die Laser, auch zweimal, einmal hier, einmal hier. Einmal Pegasus, einmal Sirius, was im Endeffekt genau die gleiche Batterie bzw. Fontäne ist. Einmal Pink Stars, einmal Color Stars, Profiline 240 von Netto war das, glaube ich. Mystic Castle auch von Jawohl, 5 Euro. Und die Dragonfire auch von Jawohl für 8 Euro. Also wir waren insgesamt bei 6 Läden. Feuerwerksvitrine kommt morgen noch. Wir waren bei Jawohl. Hier die Naughty Screamers waren auch von Jawohl. Die hatten auch insgesamt die größte Auswahl, musste ich sagen. Die hatten Leslie, Veko und Panda. Dann waren wir bei Aldi Lidl, bei Netto mit dem Scotty, bei Norma und habe ich eins vergessen? Ich glaube nicht. Kaufland? Kaufland. Genau, Kaufland. Da haben wir die Bloody Mary gekauft. Ja, wenn die Sachen von der Vitrine da sind, wird nochmal ein Gesamtvideo kommen. Ich denke, das wird am 31. hochgeladen. Und ja, dann bis dahin, habt noch eine schöne Zeit.